Hallo und herzlich willkommen an diesem 1. Januar 2018. Ihr werdet jetzt jeden Tag im Januar von mir ein kleines, kurzes Video bekommen. Eigentlich sind es sogar zwei, weil heute startet ja auch meine Meditations-Challenge und es wird 21 Tage lang auch ein kleines Meditationsvideo geben. Aber heute möchte ich erstmal mit meinem Jahresrückblick 2017 starten und ich möchte mit euch so ein bisschen Revue passieren lassen, was denn in 2017 alles passiert ist, weil ich habe ja in meinen letzten Videos im vergangenen Jahr euch empfohlen, das auch mal zu machen, mal aufzuschreiben, okay, was ist denn eigentlich alles passiert? Und es ist dann manchmal so krass, rückblickend zu sehen, was man alles Tolles erlebt hat. Und ich möchte im März 2017 beginnen, da wurde Svea nämlich ein Jahr alt und das war so, so schön und auch so emotional, weil ich weiß ja nun, dass sie mein letztes Baby sein wird. Und wenn dann dieses Baby ein Jahr alt wird und kein Baby mehr ist, sondern ein Kleinkind, was an der Hand läuft und was einfach schon so groß geworden ist, dann ist das super emotional, auch jetzt gerade wieder. Und das war so eine schöne Feier mit unseren Freunden und unserer Familie. Und ich liebe sie einfach so, 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 so sehr. Und das war so schön, diesen Tag da mit ihr zu feiern und diesen Übergang von einem Baby zu einem Kleinkind, obwohl ich immer noch gerne zu ihr sage, mein kleines Baby. Und dann kam der April und im April haben Manu und ich schon unser 4-jähriges Hochzeitsjubiläum gefeiert. Im April waren wir wirklich schon 4 Jahre verheiratet. Es ist so unglaublich, wie die Zeit rennt. Seit 4 Jahren verheiratet, ist so, 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 so krass. Und dann im Juni ist unglaublich viel passiert. Im Juni ist Vince 4 Jahre alt geworden und dieser Abschnitt Schule rückt immer, immer näher. Manu ist 30 Jahre alt geworden und das war für ihn auch nochmal so ein Puff. Und wir haben ganz viel gefeiert. Wir waren ja im Juni auch im ersten Familienurlaub dieses Jahr in Werder und haben da natürlich Manus Geburtstag auch so ein bisschen gefeiert. Er hat sich einen großen Traum erfüllt. Das wollte er mit 15 Jahren hat er diesen Wunsch geäußert. Nach 15 Jahren ist es dann in Erfüllung gegangen, dass wir zu diesem einen speziellen, sehr, sehr teuren Restaurant zusammengefahren sind. Und haben dann natürlich zu Hause nochmal mit allen Freunden und der Familie seinen 30. Geburtstag gefeiert. Und da denkt man dann halt auch selber nach, ne? Ich bin dieses Jahr 28 geworden, ist auch nicht mehr so lang, bis ich 30 werde. Aber ich finde das gar nicht mehr so schlimm. Ich finde das dann spannend, was dann mit 30 so alles auf einen zukommt. Und im August hatten wir dann unseren 2. Urlaub. Da sind wir an die Ostsee gefahren. Und ich liebe, liebe, liebe die Ostsee. Und ich war da schon ewig nicht mehr. Ich war das letzte Mal als Kind dort. Und haben dort das erste Mal mit Freunden und deren Kindern einen Urlaub verbracht. Und das war so schön entspannt. Es war so genial für die Kinder, weil es halt einfach 4 Kinder waren und die unglaublich viel Spaß und Freude hatten und wir auch. Und das war echt super, super schön. Und als wir dann zu Hause waren, startete Sveas Eingewöhnung. Und es war wieder so ein Schritt hin von diesem, okay, mein Baby geht jetzt in den Kindergarten. Meine Elternzeit ist dann auch bald vorbei, aber sie hat das super, super toll gemacht. Ähnlich wie Vince. Wir haben halt einfach einen super Kindergarten, super Erzieherin, eine Top-Gruppe. Es ist einfach, ja, ich muss mir da überhaupt keine Sorgen machen, niemals. Es ist einfach, ich weiß, meine Kinder sind da einfach top aufgehoben und werden super erzogen. Und dann ging halt alles so Schlag auf Schlag. Also im September habe ich dann gesagt, okay, jetzt starte ich meine Selbstständigkeit. Ich habe das alles in dieser Zeit der Elternzeit vorbereitet. Ich wusste, das ist der Schritt, den ich gehen muss, den ich gehen möchte. Ich habe hart dafür gearbeitet, auch in meinem Kopf, weil ich hatte so große Angst davor, mich selbstständig zu machen und habe dann halt Wege und Mittel für mich gefunden, wie ich diese Ängste einfach auch überwinden kann, wie ich mir da auch so ein bisschen Schutz schaffen kann. Und da ging halt auch nochmal ein riesengroßes Abenteuer eigentlich los. Der Content hier auf meinem YouTube-Kanal hat sich verändert. Da sind einige Leute gegangen, was völlig in Ordnung ist, aber das ist so das, das ist für mich authentisch, den Inhalt, den ich jetzt auf diesem Kanal mache. Und dieser Wunsch ist noch viel mehr in mir gewachsen, dass ich euch etwas wiedergeben möchte, dass ich euch irgendwie helfen möchte. Und daraus ist ja dann auch dieses Mama-Coaching da relativ schnell entstanden. Ich hatte meine erste Facebook-Challenge, ich habe mein erstes E-Book veröffentlicht und da sind dann auch ganz viele krasse, große Ziele für 2018 entstanden. Ich werde in diesem Jahr meine ersten Online-Kurse rausbringen. Ich werde mein erstes Kinderbuch rausbringen. Und
noch viele weitere E-Books rausbringen. Und das sind so geile Projekte für 2018 geplant. Das wird mega. Dann im Oktober hatten wir quasi Jahrestag mit Manu. Da sind wir dann jetzt schon 6 Jahre auch zusammen. Damals, als wir zusammengekommen sind, stand ich so, habe ich so die letzte Ziel gerade im Studium. Da habe ich gerade meine Prüfung abgelegt. Auch Manu hatte da gerade, da noch nicht, aber der war so auch so am Ende seiner Ausbildung. Und da waren wir noch ganz andere Menschen. Wir haben noch ganz anders gelebt. Aber andererseits, dass das schon 6 Jahre her ist, ist auch so krass. Wir sind jetzt seit 6 Jahren zusammen, wir haben jetzt 2 Kinder. Das ist so, so wundervoll. Aber das dann mal so rückblickend zu sehen, ist auch so krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und dann war auch schon Dezember. Wir wissen alle, umso später, umso mehr das Jahr sich dem Ende neigt, umso schneller vergeht es eigentlich. Und dieses Jahr im Dezember habe ich mir halt vorgenommen, echt besinnliche Weihnachten zu feiern. Ich habe die Jahre davor mich auch schon nicht so krass stressen lassen, weil ich einfach ein Fan von Weihnachten bin und ich möchte das genießen, diese besinnliche Zeit, und habe versucht, in meinem Adventskalender auf YouTube euch da auch so ein bisschen hinzuleiten, hin zu einem ruhigeren, entspannteren, achtsameren Weihnachten. Dann hatte ich auch den WhatsApp-Adventskalender, der ist so toll angekommen. Ich habe so tolles Feedback, so tolle Nachrichten bekommen. Und das zeigt mir dann, dass das genau so der richtige Weg ist, den ich jetzt eingeschlagen habe, und dass es sich einfach lohnt, authentisch zu leben. Und dann ist auch etwas in Erfüllung gegangen, was ich seit einem Jahr, war das so in meinem Hinterkopf, so eine Idee, die ich umsetzen wollte. Und nach einem Jahr habe ich es dann endlich getan, und zwar meine erste eigene Meditations-Challenge an den Start zu bringen, die heute ja gestartet ist. Es gibt sowas nur auf Englisch auf YouTube, und ich wollte das unbedingt auf Deutsch rausbringen für Anfänger, für Mamas, die wirklich nur 5 bis 10 Minuten am Tag haben, um da reinzustarten. Und ich wollte aber auch in diesen 21 Tagen zeigen, wie genial das ist, wie erfüllend das ist, wie viel ruhiger man dadurch wird, damit die Mamas dann motiviert sind, weiterzugehen, 15 Minuten zu meditieren, 20 Minuten zu meditieren. Und ich bin jetzt super gespannt, wie das Ganze ankommen wird. Aber es hat halt wirklich ein Jahr gedauert, bis ich dann gesagt habe, okay, ich mache es jetzt einfach. Ich habe die ganze Zeit davon geredet, das gibt es auf Deutsch noch nicht, und habe mit anderen Leuten, hey, willst du das nicht mal machen? Das gibt es auf Deutsch noch nicht. Bis ich dann gesagt habe, hey, komm, ich mache es halt einfach selbst. Und das habe ich dann gemacht. Es hat ein Jahr gedauert. Das war auch cool, als ich das so rückblickend nochmal für mich realisiert habe, dass es halt echt ein Jahr gedauert hat, das umzusetzen. Aber ich habe es halt am Ende doch gemacht, und das ist halt dann alles, was zählt. Und ich freue mich so, so sehr auf 2018. Es werden so viele geile Dinge passieren. Mein Leben hat sich so krass verändert und wird es jetzt noch krasser tun und auch viel, viel schneller tun. Ich freue mich auf jeden neuen Tag, der kommt, auch hier mit euch, mit dieser Community, auf das wir wachsen und noch viel mehr Mamas mit diesem positiven Content erreichen, und ich hoffentlich noch sehr viel bei sehr vielen Mamas zum Positiven verändern kann. Ich freue mich auf ein Jahr 2018 mit euch. Ich bin sehr dankbar für die, die meine Videos schauen, für euch. Und ich wünsche uns ein tolles Jahr 2018. Bis morgen dann. Tschüss.